liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Einsiedler. Einsiedler und Eigenbrödler. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ja irgendwo auf dem Land oder auch in Städten, in irgendeiner Stadt, einer größeren Stadt, ganz zurückgezogen leben. Die sich für einen Lebensentwurf entschieden haben, der uns, die wir relativ normal leben, etwas merkwürdig vielleicht erscheint oder etwas bizarrer erscheint. Aber das ist euer Leben und halt so eure Entscheidung, euch so zu verhalten. Gerne möchte ich auch mit Leuten reden, die vielleicht mal im Ausland waren und eine Weile in einem Kloster gelebt haben, in einem Schweigekloster oder lange auf See waren, alleine oder im Dschungel gelebt haben oder in der Wüste. Also Einsiedler und Eigenbrödler, Menschen, die ungewöhnlich leben, die von der Norm abweichend leben, die aber so für sich ihren Weg gefunden haben und denen das vielleicht auch relativ schnuppe ist, was so die normale Gesellschaft dazu sagt. Ich bin sehr gespannt auf euch und eure Anrufe zu unserem Thema. Wie immer die Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht, das ist der Frank. Und Frank ist 45 Jahre alt. Hallo Frank. Schönen guten Morgen, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, Einsiedler, Eigenbrödler. So ist das. Bist du so einer? Ich bin so einer. Ich kenne niemanden, der so lebt wie ich. Ich bin also in einer ziemlich großen Stadt. Ja. Und ich habe mich entschlossen, Ostern letzten Jahres, dass ich nicht mehr rausgehe. Ostern letzten Jahres? Mhm. Hast du einfach entschieden, ich gehe nicht mehr raus? Ich gehe nicht mehr raus. Ich habe mir gesagt, ich mache so eine Zeit der Isolierung, reduziere mich völlig und lass mir alles bringen. Und das nennt man ja so eigentlich Cocooning. Aber ich habe das im Prinzip noch mehr verfeinert dann. Ja, warum? Es hat mehrere Vorteile. Ich habe mir das so selber überlegt. Also erstens ist es unheimlich zeiteffektiv. Man kann also Sachen machen in der Wohnung insgesamt, die man also, wo man nicht die Wohnung verlassen muss. Hast du eine große Wohnung? Ja, also mittelmäßig groß. Wie viel Quadratmeter? 50. Ja, das ist ja nicht so ganz groß dann. Das reicht aber mit Balkon und so, finde ich, lebe alleine, das reicht schon. Ja, es reicht schon, aber wenn man immer in der Wohnung, ich dachte, du hättest irgendwie eine 200 Quadratmeter Wohnung, wo man... Nee, ich hatte mal früher eine große Wohnung gehabt, aber da bin ich ständig gestört worden. Ich wollte eigentlich sagen, die Vorteile, die da sind, ja, sind eigentlich erstmal die Zeiteffektivität, dass man also mit einer Sache, die man am Vortag beendet hat, wieder am nächsten Tag sofort anfangen kann. Für was nutzt du denn die gewonnene Zeit? Für was ich die nutze? Ja, was machst du in deiner Wohnung mit dieser gewonnenen Zeit? Also zum Beispiel hat sich ja über die Jahre jetzt, wenn man verdient oder gut verdient, sehr viel angesammelt. CDs zum Beispiel, die man nie in Ruhe gehört hat. Ja. Oder DVDs oder Filme, sowas. Dann wollte ich auch immer nicht gestört werden. Das habe ich also früher schon gemerkt, dass ich also sehr oft mit einer Sache beschäftigt war und dann bin ich eben über Telefon oder Freunde kamen, gestört worden und dann dachte ich mir irgendwann, eigentlich willst du dich mal völlig reduzieren, ja, und keine Störungen mehr empfangen. Also sozusagen auch das Radio abgeschafft, die Klingel abgestellt. Ach so, ein Telefon? Ein Telefon hast du, sonst könnten wir nicht sprechen miteinander. Ja sicher, Telefon habe ich schon, aber da gehe ich halt auch nicht immer ran. Und Fernseher hast du auch oder Radio? Ja, Fernseher habe ich also sicher, sonst würden wir sonst nicht sehen. Ja. Sonst wärst du gar nicht auf uns aufmerksam geworden, ja, genau. Du lebst ja alleine, das ist ja vorausgesetzt erstmal. Ja. Hast du denn, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, wenn man gut verdient hat, hast du so viel Kohle auf der hohen Kante, dass du dir das auch leisten kannst? Ja, ja. Also vor allen Dingen ist es ja erstaunlich, wenn man sich reduziert, ne, wie wenig also das Leben dann doch kostet. Die meisten jammern ja insgesamt, ja, aber von dieser Shoppingwelle bin ich schon ganz weg, sondern ja, also ich reduziere mich auf das, was man im Prinzip als Nötigstes braucht. Wie viel brauchst du im Monat? So, also Lebens... Wenig. Sag 200 mal, Euro. Wie viel? 200. Für Essen oder? Ja, für Essen. Also ich meine, jetzt Miete und sowas geht natürlich vom Konto ab. Ist klar. Aber so die Lebenshaltungskosten, die habe ich ganz stark reduziert. Mhm. Und du hast du früher einen sehr guten, gut verdienenden, ja, Job, ja, gehabt? Ja, ich habe sehr gut verdient. Und bist du ein Aussteiger oder? Ein Aussteiger, ja. Achso, und du hattest so viel verdient, dass du gesagt hast, ich kann von dem Geld leben? Ja. Achso, das ist natürlich luxuriös. Naja, sicher, ja. Du hast da was auf der hohen Kante. So, also, jetzt erzähl mir mal, wie das so praktisch abläuft. Ist ja interessant, da entscheidet ein Mensch vor gut einem Jahr, ab, ja, heute gehe ich nicht mehr vor die Tür. Ganz genau. Wer kauft dir ein? Also ich habe jetzt einen Bringdienst, das heißt, also es gibt, wenn ich mal was vergessen habe, dann hole ich mir ein Taxi, da gibt's so, die nennen das dann Einkaufsfahrt, wenn ich was, ja, brauche. Genau, machen die für einen dann. Ganz genau, mhm, also die bringen mir das dann direkt an die Wohnung. Ansonsten habe ich jemanden, der jeden Tag mir die Post und die Zeitung bringt. Ja. Und das war's dann schon. Das heißt also, ich lasse auch niemanden in die Wohnung rein, also überhaupt niemanden, auch nicht zum Ablesen oder so. Ja.
Telefonierst du oft? Nein. Auch nicht? Nein. Also dann wäre ich angerufen und dann wären die Gespräche schon meistens länger. Ja. Weil das ja, also sagen wir mal, im letzten Jahr dann auf starkes Unverständnis gestoßen ist insgesamt. Genau. Was sagte, ich gehe mal davon aus, dass du vorher einen Freundes- oder Bekanntenkreis hattest. Ja, sicher, der war auch groß. Wie haben die Leute darauf reagiert? Ja, also man merkt schon, also die reduzieren sich dann schon. Also wenn man ja, sagen wir mal, nicht ansprechbar ist dann dafür, dass man jetzt sich trifft oder so oder kein Interesse mehr hat, irgendwas zu hören, was man eigentlich nicht hören will. Das ist ja für mich meistens der Grund. Mhm. Ja, sondern ich sage mir, ich möchte eigentlich das, was ich jetzt in diesen Jahren alles erlebt habe, erstmal in Ruhe verarbeiten und detailliert alles nacheinander abarbeiten. Und wenn ich irgendwann mal das geschafft habe, da wohl rundherum fertig zu sein mit allem drum und dran, dann gehe ich auch mal wieder raus. Aber das heißt, das hört sich für mich so an, als wären die letzten Jahre für dich nicht gerade die tollsten Jahre gewesen, weil die irgendwie vielleicht vollgestopft waren mit Aktionen, mit Stress oder weiß ich was. Wenn ich fragen darf, was hast du vom Beruf gemacht früher? Ich habe an der Börse gearbeitet. Ah ja. Und ich bin auch sehr viel gereist. Also ich war sehr viel in der Welt unterwegs. Ja. Habe sehr viele Menschen kennengelernt. Du bist ja Eindrücke satt. Ja, ganz genau. Ich bin zu bis oben hin. Also das war letztes Jahr schon. Und dann sind es ja immer auch, ich wollte ja eigentlich noch von diesen Vorteilen mal was sagen. Nicht nur die Zeiteffektivität ist da, sondern also man hat ja auch keine Störungen mehr. Das heißt, wir werden ja alle über Werbung und was weiß ich, Gespräche immer wieder abgelenkt von einer Thematik, die uns jetzt überhaupt nicht interessiert. Ja. Und wenn man sich, sagen wir mal, reduziert, also ich denke, das wird auch vielleicht in der Zukunft, in 20, 40, 50 Jahren sich immer weiter so auf einen Single-Haushalt ausgehen, insgesamt, dass man sich dann zwar Kontakte sucht, aber insgesamt also wesentlich stärker zurückzieht. Ich wundere mich, Frank, wenn du das, du machst das ja schon ziemlich konsequent. Absolut konsequent. Wäre es nicht noch konsequenter, wenn du auch auf Radio und Fernsehen verzichten würdest? Also Radio habe ich auch schon gar nicht. Ja. Und im Fernseher ist die Uhr drin, die ist immer ganz wichtig, weil ich sonst keine Uhr in der Wohnung habe. Ja. Und ein bisschen Nachrichten guckt man sich schon an, also so ist es. Und ich fühle mich geehrt, offensichtlich ab und zu unsere Sendung auch. Das gucke ich immer. Ja. Gibt es einen Menschen, den du sehr vermisst, der jetzt nicht so in deinen Kokon hineinkommt? Nee. Doch. Schon. Aber ich komme nicht ran. Was heißt das? Du kommst nicht ran? Das heißt, derjenige macht das ganz genauso wie ich. Ach. Hat allerdings eine Katze. Und ich habe ja hier kein Tier. Ist das ein Freund von dir? Kann man nicht so sagen, nee, kein Freund. Das ist so eine Rivalität insgesamt. Aber den kennst du von früher? Den kenne ich von früher. Und der hat sich zu der gleichen Sache entschieden wie du? Der lebt ja ganz genauso, wie ich. Bist du durch ihn auf die Idee gekommen? Nee, das hatte ich eigentlich immer schon als Wunsch. Ich war auch Einzelkind gewesen. Ja. Und wollte eigentlich immer irgendwann mal in Ruhe mal, sagen wir mal, Bücher lesen oder wie gesagt ein bisschen Tagebuch schreiben oder wie ich schon sagte, diese Ereignisse, die man so im Leben gehabt hat, verarbeiten, und da hat man ja meistens nicht die Zeit dazu. Mhm. Und derjenige macht das ganz genauso wie ich, aber das ist so eine gewisse Konkurrenzsituation jetzt schon entstanden. Ne? Kommuniziert ihr manchmal miteinander? Ja, telefonisch. Ja. Wir telefonieren miteinander. Aber ansonsten so treffen und so, ist, wie gesagt, ich gehe ja nicht raus. Gibt es denn, hattest du früher eine Beziehung? Warst du verheiratet? Hast du war in Beziehungen und so, das war eigentlich auch immer alles ganz interessant und auch schön, aber irgendwann so nach 10 Jahren war es auch irgendwie vorbei. Achso, und voriges Jahr, als du dich entschieden hast, zu diesem Einsiedlerleben, warst du solo? Da war ich solo, richtig. Und es gibt keinen nahen, innigen Freund, den du vermisst? Doch, das gibt es schon. Das ist dieser im Prinzip, wo ich gesagt hätte, das wäre eine gute Kombination gewesen, ein anderes Lebensmodell mal aufzuziehen und sich auch über Sachen zu unterhalten, was eigentlich die Allgemeinheit insgesamt nicht so macht. Mhm. Ja, also ich sage jetzt mal, von dem, was wir ja hier in der Informationsgesellschaft alles auf uns einströmt, dann hat man ja meistens nicht die Gedanken für andere Lebensformen. Verstehe. Also da gibt es einen Freund, mit dem hättest du gerne irgendwas Ungewöhnliches gemacht, aber der zieht nicht mit. Genau, also der sagt also sich, ich wollte ganz gerne zusammenziehen. Ja. Das heißt natürlich zwei separate Wohnungen, aber wollte das im Prinzip mit dem Austausch, und da hat er abgeblockt, also das ist auch genau so. Und damit ist im Prinzip aber schon vor Jahren die Sache dann erledigt gewesen. Ja. So, jetzt hast du voriges Jahr Ostern damit begonnen. Nun haben wir bald wieder Ostern, ist sie jetzt schon. Wie lange willst du das noch machen? Ich werde das noch weiter perfektionieren, das heißt, ich bin noch lange nicht fertig. Ja. Das heißt also, was ja auch zum Beispiel an Briefen, an Post, an Zeitungen und was man alles hat, sich angesammelt hat, das wollte ich ja alles auch im Prinzip alles nochmal
verarbeiten und ausmisten. Und wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich irgendwann mal komplett fertig bin, dann gehe ich auch wieder raus. Ich nehme aber an, das wird noch 2 Jahre dauern. Wobei mir so gar nicht richtig klar ist, was das bedeutet, komplett fertig zu sein. Alte Zeitungen gelesen zu haben? Jetzt habe ich Langeweile zum Beispiel. Oder jetzt wüsste ich nicht mehr, was ich zu tun habe. Oder jetzt fällt mir ein Decker auf den Kopf. Also, ich stelle mir jetzt aufgrund dessen, was du gesagt hast, mir dein Leben so vor, dass du sehr viel Musik hörst, dass du liest, dass du auch dein Tagebuch schreibst, dass du alte Briefe bearbeitest. Ganz genau. Also und so vergeht der Tag. Und die Erlebnisse, die man so gehabt hat, also die im Leben, also wenn man ein rasantes Leben geführt hat, Das muss ja irgendwann auch nochmal alles verarbeitet werden. Aber wie verarbeitest du das? Durch das Tagebuch schreiben? Ja, zum Beispiel durch das Tagebuch schreiben oder wenn man alte Briefe liest, wie sich dann die Zeiten doch geändert haben oder in welcher rasanten Zeit wir leben. Und es gibt jetzt zwischendurch, ich meine, du hast jetzt ein Jahr Erfahrung schon mit diesem ungewöhnlichen Lebensmodell, nicht nur Momente, wo dir die Decke auf den Kopf fällt, wo du depressiv wirst oder melancholisch wirst oder irgend sowas. Das ist ja so, dass ich jederzeit raus kann. Also wenn ich klar, die Freiheit hast du. Die Freiheit habe ich ja jederzeit, das hat ja jeder normalerweise, also der in der Freiheit lebt. Ja. Aber ich kann ja jederzeit im Prinzip rausgehen oder so. Aber hast du dich denn das ganze Jahr jetzt immer gut gefühlt? Ja, mir geht's gut. Aber weißt du, wenn ich mich so in dich hineinversetze, ich hatte immer den Drang, mal rauszugehen, mal spazieren gehen zu wollen, mal die Luft zu genießen oder in der Sonne zu sitzen oder sowas. Hast du das nicht? Das habe ich. Also ich habe einen Balkon, einen Sonnenbalkon. Der ist schön da, aber der ist auch schön abgeschottet, also sieht kein Mensch was. Ja, aber auch mal ein bisschen sich zu bewegen, mit Fahrrad zu fahren oder? Nee, also die Richtung läuft gar nicht. Gar nicht. Aber wenn du jetzt krank mal würdest, ja gut, dann musst du raus. Bitte? Wenn du mal krank würdest, dann nehme ich mir ein Taxi und müsste dann, sicher, dann müsste ich mal raus. Ja. Also ich war ewig, wie gesagt, nicht mehr draußen. Ja. Ich will das jetzt noch weiter perfektionieren, also, mir gefällt. Aber es klingt natürlich ein bisschen strange. Ja, es klingt ausgesprochen schräg. Und ich kann mir vorstellen, dass deine alten Bekannten sagen, er hat jetzt irgendwie einen Riss in der Schüssel. Ja, ja. Aber ich meine, warum nicht, wenn du das für dich jetzt entschieden hast, dass das für dich irgendeine Phase zumindest ist? Der entscheidende Vorteil ist ja in der Sache, wie ich es so sehe, dass man immer nur die Musik hört, die man wirklich hören möchte. Ja. Dass man nur die Gespräche, also ich führe ja am Telefon dann noch Gespräche, die man wirklich führen will. Ja. Dass man nicht mit irgendwelchen fremden Einflüssen konfrontiert wird, die einen dann stören. Ja. Also diese gewisse Perfektion der Stunde insgesamt auf 24 Stunden zu bringen. Gibt es manchmal Tage oder vielleicht sogar Wochen, wo du mit niemandem sprichst? Also ich habe ja jeden Tag den Bringdienst. Achso, da musst du guten Tag sagen und bringen Sie mir mal Lasagne oder sowas, ja. Ja, die bringen mir das dann in die Tür. Weihnachten stand mein Weihnachtsbaum vor der Tür, da habe ich mich eigentlich schon gefreut. Aber so Nachbarn oder so, also da läuft gar nichts, ne? Nie gesehen und so. Ja. Wie ist es denn so mit Alkohol? Zwitscherst du dir mal ein oder eher auch nicht? Schon, das heißt also, wenn, dann holt mir der Taxifahrer was, wenn ich eine Flasche Wein trinke oder so. Ja. Oder Bier, das ist schon. Aber es hält sich in Grenzen. Also du liegst nicht jeden Abend da besoffen in der Ecke. Nein, auf keinen Fall. Ja. Also so kann man das nicht sehen. Das wäre auch kontraproduktiv. Ja, ich fühle mich auch wohl. Ja. So, nehmen wir mal an, das Ganze dauert jetzt noch 2-3 Jahre. Ja. Wir wissen es nicht, du weißt es nicht. Du warst vorher ein offensichtlich erfolgreicher Börsenmanager. Was willst du dann machen? Hast du Pläne? Ja, gut, ich will mal so sagen, jedes Mal, wenn ich dann rausgehen würde, dann würde das ja zu einem Erlebnis werden, weil sich ja alles sehr geändert hat dann in 2 oder 3 Jahren und jede Begegnung, die man dann macht oder jedes Gespräch, was man führt, würde ja dann eine gewisse Einmaligkeit bekommen, was der andere ja nicht weiß. Du meinst, es wird eine sich dann... Einmaligkeit für ihn, also ja, für natürlich, ich verstehe das schon. Das heißt, du meinst, dann wird sich schon irgendetwas ergeben. Dann kann sich was ergeben. Ja. Finanziell hast du es aber nicht nur. Du könntest jetzt bis ans Ende deiner Tage leben. So ist das. Ja, das war schon toll. Das ganz toll. Geht schon. Vor allem, man kann sich auch wirklich ganz stark reduzieren. Das ist ja stark. Ja, man kann sich wirklich reduzieren. Dann kann man mit wenig Geld dann vielleicht auch, wenn man ein kleines Vermögen hat, kann man damit auch rauskommen. Ja. Ja. Ja, Frank, also ich finde es sehr spannend, was du da machst. Du hast gerade gesagt, dass du da Tagebuch drüber schreibst. Mhm. Gibt es da Planungen, dass du das irgendwann mal veröffentlichst oder ist es nur für dich? Eigentlich möchte ich das nicht unbedingt veröffentlichen. Das ist nur, damit ich einen Überblick habe insgesamt. Also finde ich wiederum auch konsequenter. Sonst hättest du jetzt schon wieder im Kopf, oh, das muss ich irgendwann vermarkten und wie kommt das an beim Leser und so. So machst du es nur für deine Psychohygiene. Genau, und damit ich das also auch sehe, wie sich was entwickelt hat oder so. Und genau. Also insgesamt wesentlich konzentrierter. Ne? Das heißt also,
das, also ich empfinde es für mich so, und auch diese Effektivität insgesamt voranzukommen, mit meinetwegen einem Kunstbuch, Dali lese ich gerade, das sind solche Sachen, was man ja sonst nicht auf die Zeit hat, oder irgendwelche Professoren, die dann das machen, aber so bin ich ja nun auch nicht. Also, interessantes Projekt, finde ich. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Und wir sehen uns immer wieder dann in den Nächten. Ja, genau, so machen wir das. Lieber Frank, alles Gute, auf Wiederhören. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade zufällig reingezappt hier sein. Unser Thema heute Nacht heißt Einsiedler und Eigenbrüller. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, so wie gerade mit Frank, die ganz ungewöhnlich leben, die von der Norm abweichen, die sich bewusst entschieden haben, in einer Stadt oder auf dem Land sich zurückzuziehen. Vielleicht in einer Art und Weise zu leben, die für die meisten Menschen ein bisschen verrückt, ein bisschen bizarr, ein bisschen merkwürdig erscheint. Aber das ist euer Weg. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die vielleicht mal im Ausland sich bewusst entschieden haben, irgendetwas Besonderes zu machen. Ich habe es gerade schon genannt. Also beispielsweise in ein Kloster, in ein Schweigekloster zu gehen oder irgendwo in der Natur lange vielleicht einen gewissen Zeitraum ganz für sich zu leben. Einsiedler und Eigenbrüller, unser Thema heute Nacht, 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Hier ist Kurt und Kurt ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Kurt. Auch ein Einsiedler? Ja, mehr oder weniger zwangsweise. Aha, erzähl. Also, ich habe soziale Ängste. Ich fühle mich unter Menschen eigentlich nur unwohl, bedrängt, bedroht. Und ich, ähnlich wie der Anrufer, der gerade dran war... Ich wollte sagen, eigentlich muss das von Fragen, was Frank erzählt hat, dir doch sehr, sehr angenehm erscheinen, die Vorstellung, wie er lebt. Ja, im Prinzip schon. Also ich konnte jetzt nicht alles mithören wegen des Vorgesprächs. Bei mir ist das auch so, ich konnte mir das einige Jahre lang leisten, so zu leben. Finanziell? Ja, völlig zurückgezogen. Nur jetzt... muss ich halt so langsam doch Geld vom Jobcenter beziehen und die setzen mich gewaltig unter Druck und ich fühle mich jetzt wirklich schwer, schwer bedroht. Also ist es denn auch so, dass du, so wie Frank es gerade erzählt hast, auch fast völlig zurückgezogen in deiner Wohnung lebst? Ja, weitestgehend. Also du gehst aber schon ab und zu mal notgedrungen raus? Ich gehe notgedrungen raus, weil ich Lebensmittel brauche. Ja. Kann das aber nur noch tun, so um kurz vor Geschäftsschluss, wenn im Laden nicht mehr viel Betrieb ist. Ich kann keinen Einkaufswagen mehr nehmen, weil ich damit in der Kassenschlange feststecken könnte. Ah, verstehe. Und du fühlst dich dann eingeklemmt und gefangen. Genau, ja. Du kannst also nur die Sachen dir auf den Arm nehmen. Ja, mit einer Tüte oder zwei Tüten. Aber dann stehst du doch auch fest in der Schlange. Ja, zur Not kann ich die wegstellen und also ich muss dann nichts bezahlen und kann da raus. Ja, stimmt. Mit dem Wagen ist es schwieriger, den dann irgendwie stehen zu lassen. Und absolut, ja. Zu welchen Anlässen gehst du sonst noch raus? Ich gehe eigentlich nur noch abends oder nachts raus, weil die Welt draußen friedlicher und ruhiger ist. Ja. Um mal ein bisschen was anderes als meine vier Wände zu sehen, ja. Um ein bisschen spazieren gehen zu können. Und man sieht nachts weniger Menschen. Absolut. Das heißt, du kannst nachts unter Umständen ganz alleine durch die Straßen wandern, Ja. Kannst ein bisschen frische Luft atmen und dich bewegen. Ja, genau. Du lebst alleine, davon gehe ich aus. Ja, ich bin seit 10 Jahren geschieden und seitdem bin ich allein. Wie lange hast du denn in deinem Fall ist es ja eine Erkrankung, so muss man das ja sagen. Ja. Wie lange leidest du schon an dieser Erkrankung? Ich würde mal sagen, begonnen hat es aus heutiger Sicht schon, als ich Anfang 20 war. Aber in ganz kleiner Dosis, möchte ich es mal ausdrücken. Ich konnte damals noch vieles überspielen und hinnehmen, aber es ist immer schwieriger geworden. Und seit wann? Ja, bitte? Dann ist noch ein schlimmes Problem für mich hinzugekommen. Ich vertrage keine Wärme, Hitze im Sommer. Aha. Was heißt das? Vertragen tun das viele Leute nicht, aber ich vermute mal, bei dir ist das gravierender. Ja, für mich äußert sich das so, als ob man hohes Fieber hat. Und so bei 40 Grad Fieber, wenn man sie denn wirklich hätte, fühlt man sich benommen, kann sich nicht konzentrieren, fühlt sich schwach. Aber da müssen doch wir hatten ja in den letzten Jahren einige heiße, sehr heiße Sommer. Ja. Ich glaube, der heißeste Sommer war 2003, da war es hier in Köln über 40 Grad. Ja. Das muss für dich doch dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle sein. Domian, der letzte Sommer war für mich 7 Wochen zu Hause, gar nicht raus. In welchem Stockwerk wohnst du? Im ersten. Das geht ja dann schon mal. Wohnst du zur Sonnenseite hin?
Ich habe die Wohnung schon so ausgewählt, dass ich nur Ostseite mit Sonne habe, ja, dass ab mittags wenigstens die Sonne weg ist. Ja. Aber es ist wirklich die Hölle. Und ich rede seit 1995 eigentlich von Klimakatastrophe, als kein Mensch davon sprach. Mhm. Kannst du sagen, so ungefähr, seit wie vielen Jahren es so richtig schlimm ist, der Zustand, so wie du ihn jetzt gerade geschildert hast? Ja, im Grunde fing es so 1994, 95 an. Mhm, ich habe 1999 aufgehört zu arbeiten. Mhm. Und zwar nicht gekündigt, rausgeworfen oder irgendwas. Ich bin freiwillig gegangen und man hat es bedauert. Was hast du gearbeitet? Ich war in der Verwaltung tätig, allerdings nicht im öffentlichen Dienst. Deswegen bin ich also überhaupt nicht abgesichert. Ja, aber du hattest, wie du es gerade angedeutet hast, auch schon dann ein bisschen was auf die hohe Kante gelegt, dass du dir dieses Leben erstmal so leisten konntest, nichts zu machen. Zunächst mal, Hattest du denn während deines Jobs, da warst du ja auch mit vielen Leuten konfrontiert, hast du da auch schon also etwas gelitten darunter? Ja, natürlich, natürlich. Das war der Grund. Das war der Grund. Ah, ja. Das war der Grund, die Arbeit aufgeben zu müssen. So, nun sollte man denken, wenn man so eine Erkrankung hat, dass du schon sehr, sehr viele Psychologen oder Psychiater, Ärzte aufgesucht hast. Ist das so? Oh ja. Ich habe in meinem Leben 6 Therapien gemacht. Ich hatte bestimmt 20 Hausärzte, 10 Fachärzte, was auch immer. Und alles hat nichts genutzt? Nein. Überhaupt nicht genutzt? Nein, außer Erkenntnisse, Verstehen über meine Lage. Was ist die wichtigste und größte Erkenntnis, die du in diesen Therapien und Behandlungen bekommen hast? Ja, Domian, da muss ich dir jetzt was sagen, was vielleicht wie Kritik gilt, sich anhört. Du rätst den Leuten häufig, mach ein paar Stunden Therapie und dann wird das schon. Die wichtigste Erkenntnis für mich aus dieser ganzen Geschichte war, es gibt wenig Hilfe, tatsächliche Hilfe. Mhm. Es gibt viele Versprechen. Es gibt eventuell Kleinigkeiten, die man verändern kann, um mit dem Ganzen etwas besser umzugehen. Aber es gibt keinerlei Heilung. Überhaupt nicht. Das kann man natürlich nicht allgemein sagen, sondern erstmal auf deinen Fall bezogen. Ja. Es gibt ja schon viele Fälle, wo schon den Leuten durchaus geholfen wird, durch deine gezielte Therapiemaßnahme. Also ich habe niemanden kennengelernt, auch nicht, der in Kliniken war und so weiter, der nachher wieder arbeiten gehen kann und ein freudiges Leben führt. Das muss verdammt für dich eine sehr, sehr, sehr niederschmetternde und frustrierende Erfahrung sein. Absolut, ja. Was für einen Schluss ziehst du daraus? Hast du dich jetzt mit der Krankheit abgefunden? Im Prinzip ja. Ich möchte noch ein Weilchen leben, weil ich auch Haustiere habe. Naja, du bist 48 erst, Mensch. Aber ich fühle mich jetzt so bedroht von den Behörden, dass ich nicht ausschließe, dass die mich irgendwie dann doch letztendlich in den Selbstmord treiben. Inwiefern fühlst du dich bedroht? Weil die mir jegliche letzte Freiheit nehmen. Das heißt, die drängen dich vielleicht irgendwie eine Arbeit anzunehmen? Ja, die drängen mich erstmal überhaupt in dieses Jobcenter zu gehen, wo Menschenmassen Schlange stehen müssen. Mhm. Kannst du denn nicht, gibt es denn nicht Gutachten, Atteste, die du vorlegen kannst, dass du aufgrund deiner Erkrankung das nun wirklich nicht kannst? Nein, die gibt es so eindeutig nicht. Es gibt nur Krankschreibungen, die üblichen, die jeder bekommt, wenn er krank zum Arzt geht. Ja. Und die werden nicht anerkannt. Damit wird da wird behauptet, ich könnte zwar zurzeit keinen Beruf ausüben, aber das wäre kein Grund, nicht die Termine da wahrzunehmen. Was geschieht, wenn du die Termine nicht wahrnimmst? Nach 3-mal Fernbleiben wird das Arbeitslosengeld 2 vollständig gestrichen. Mhm. Das heißt Wohnungsverlust. Und das würde bedeuten Obdachlosigkeit? Genau. Und da lassen die Behörden einen gnadenlos reinlaufen. Mhm. Auch wenn du, ich kann das gar nicht verstehen oder kann nicht glauben, wenn du wirklich einen Arzt dazuschaltest und der das attestiert, dass es akut, dass du akut erkrankt und gefährdet bist? Ärzte, die ich so in den Praxen aufsuche, haben offenbar auch die Einstellung, das ist schon alles ganz richtig so, dass die Menschen richtig Druck bekommen. Ja, aber doch nicht kranke Menschen. Aber doch nicht seelisch erkrankte Menschen. Das sagt doch kein verantwortungsbewusster Psychiater. Das kann ich gar nicht glauben. Na, die wollen mich in irgendwelche Kliniken drängen. Ja gut, das ist natürlich dann die Alternative, dass die sagen, okay, dann müssen sie jetzt auch etwas unternehmen. Ja, die Ärzte, ich erlebe die Ärzte so, dass sie, seitdem sie diese gelben Krankheitsscheine ausstellen müssen, letztlich auch mich erpressen. Das heißt, du bist in einer ganz, letztendlich in einer Zwickmühlensituation im Moment.
Ja, total. Oder eine Sackgasse, sagen wir es so. Ja. Das heißt, du weißt gar nicht mehr, wie... Also deine Perspektive ist eher finster. Ziemlich finster, ja, sehr. Ja? Zumal... Und es gibt keine Idee für einen Ausweg. Kein Schimmer, wo du sagen, wo du sagst, das könnte ich eventuell machen. Domian, danach suche ich seit 8 Jahren. Ich suche nach 8 Jahren eigentlich nach Möglichkeiten, mich selbst aus eigener Arbeitstätigkeit irgendwie zu finanzieren. Aber ich habe die Kraft nicht. Ja, aber das ist ja auch nicht der richtige Punkt, wo man anfassen muss. Der richtige Punkt, wo gepackt werden muss, ist, dass deine Krankheit korrigiert, besiegt wird. Ja, und die Hoffnung habe ich mittlerweile verloren. Ja, das ist schlimm, finde ich. Das ist sehr schlimm. Ja. Die hast du wirklich verloren? Die habe ich vollständig verloren. Du hast keine Hoffnung mehr, dass du gesund wirst? Nein. Ich laufe seit 15 Jahren zu Ärzten, seitdem es angefangen hat. Ja, das ist natürlich extrem frustrierend, da gebe ich dir recht. Wobei ich ja immer glaube, dass so etwas auch oftmals so eine Verkettung von unglücklichen Umständen ist, dass du einfach immer das Pech gehabt hast, an die falschen Leute zu kommen. Das mag sein, das ist ein Familienkarma. Mein Vater hat durch solche Umstände sein Bein, seine Gesundheit verloren und ist dran gestorben. Mhm. Ich habe es aber nicht im Griff, ich kann es nicht steuern. Es passiert einfach. Du hast jetzt hier angerufen bei mir. Ja. Und hast das erzählt. Mhm. Gibt es vielleicht von deiner Seite irgendeine Idee, wie wir, vielleicht auch über das Medium Fernsehen und Radio, dir vielleicht irgendwie helfen können? Ja, eventuell. So, dann sag das. Pass auf, Domian. Ich hatte sogar schon Kontakt zu Universitätsprofessoren in entfernten Städten und ich habe die gefragt wegen dieser Hitzeproblematik im Sommer. Mhm. Ich habe nur einen Hinweis bekommen. Da schreibt ein Professor, der seit 40 Jahren im Beruf ist, dass er nur einen einzigen ähnlichen Fall jemals erlebt hat. Mhm. Meine Bitte an dich wäre eventuell, so einen kleinen Aufruf möchte ich vielleicht hier starten. Gibt es Menschen, die solche Schwierigkeiten haben? Mhm. Ich habe auch im Internet nichts gefunden, keine Foren, kein gar nichts. Ja. Gibt es solche Menschen und wie gehen die damit um? Haben die irgendwelche Tipps für mich? Gut. Also könntet ihr da eventuell einen Kontakt herstellen? Machen wir natürlich, wenn jetzt jemand, du bist interessiert an Leidensgenossen quasi, vielleicht aber auch an irgendeinem Wissenschaftler oder einem Arzt, einem Professor, der forscht in dieser Richtung. Gerne. Ja, machen wir natürlich, also ihr Lieben, wenn sich jemand angesprochen fühlt, jetzt von dem, was Kurt erzählt hat, bitte mailen und wir stellen den Kontakt her, weil ich kann dir jetzt nach deiner langen Odyssee von Ärzten und Psychologen, kann ich dir nicht einfach sagen, du brauchst eine neue Therapie, so einfach geht das nicht. Ja, leider ist das so. Ich weiß auch nicht, ob du bereit wärst, mit meiner Psychologin noch ein paar Worte zu sprechen. Ja, doch, das würde ich schon machen. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Also, das machen wir jetzt. Und der Aufruf ist jetzt von dir über den Sender gegangen. Ich würde mich sehr freuen, wenn dabei etwas herumkäme und wir so ein ganz kleines bisschen dir helfen könnten. Würde mich sehr freuen. Ja, danke schön. Lieber Kurt, alles Gute, alles Liebe von Herzen. Du legst auf und die Heide, meine Psychologin, heute Nacht ruft dich an. Okay, vielen Dank. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heißt Einsiedler und Eigenbrüller. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die ein ungewöhnliches Lebenskonzept haben, die fern oder am Rande der Norm, des normalen Leben, entweder durch eine bewusste Entscheidung, wie wir es vorhin bei Frank gehört haben, oder vielleicht auch zwangsweise durch eine Erkrankung oder durch widrige Umstände, wie Kurt es gerade erzählt hat. Also ich bin gespannt auf eure Anrufe oder Mails. Und jetzt geht es weiter mit dem Reinhard. Und Reinhard ist 58. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Reinhard. Ich rufe an. Und zwar, ich bin 2001 an Krebs erkrankt. Ja. Und die Erkrankung oder die Diagnose oder die Zukunftsaussichten waren im Grunde genommen niederschmetternd. Was war das für ein Krebs? Magenkrebs und Speiseröhrenkrebs. Ah ja. Mhm. Also in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, der nicht mehr zu operieren war. Mhm. Und nun war es halt eben so, das hat also im Grunde genommen bei mir irgendwo den Hebel umgelegt im Gehirn, sag ich mal. Mhm. Und ich bin dann Rentner geworden, dadurch ja auch. Mhm. Und bin dann hier oben nach Flensburg gezogen, was war wegen dem Klima. Und von da aus klinke ich mich quasi regelmäßig aus. So für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr und fahre dann im Grunde genommen in die skandinavischen Wälder. Ach. Und fröne da also in erster Linie, ich hatte früher schon mal das Hobby, die Fotografie. Ja.
Und ja, mache da meine Fotostudien und gehe da viel angeln und jagen und pflücke Bären. Und da sprichst du gerade den richtigen an, weil ich liebe Skandinavien. Und ja, ich liebe auch die skandinavischen Wälder und Berge. Ja, und vor allen Dingen, was ich also festgestellt habe, die Skandinavier, egal ob ich die Schweden nehme, die Finnen oder die Norweger. Die Norweger, es ist im Grunde genommen so, man kommt mit den Bestens aus. Mhm. Man darf bloß nicht, ich sag mal so, den großen Macker raushängen. Ja, ja, ich finde die Skandinavier auch ausgesprochen angenehme Leute. Ja. 2001 an Krebs erkrankt, damals klang die Diagnose sehr aussichtslos. Heute haben wir schon 2007. Das heißt, da ist irgendwas Besonderes passiert in deinem Körper. Ja, es ist im Grunde genommen so, ich habe genau das Gegenteil gemacht von dem, was die Ärzte mir geraten hatten. Ja. Es ist nun so... Was hatten die geraten? Die hatten mich erst nach Hause geschickt, der Krebs war also so weit fortgeschritten. Ja. Der hatte schon also das ganze Herz umklammert und ich hatte also permanent einen Blutdruck zu um die 300 zu 140. Mhm. Der war überhaupt nicht in den Griff zu kriegen. Mhm. Und ich sag mal, das Pfund, was ich in die Waagschale legen konnte, ich habe früher Leistungssport getrieben, mhm, habe also sehr gut gelebt, also gesund gelebt vorher immer. Mhm. Und ich hatte also eine für einen damals 51- oder 52-Jährigen sehr gute Leber, über, also wie ein junger Gott, wie man so schön sagt. Und wenn man die Chemo bekommt, dann ist ausschlaggebend, wie ist die Leber intakt, ja, nicht? Weil die verarbeitet das ja letztendlich. Also Chemo hast du bekommen? Chemo habe ich bekommen und bin dann darauf auch in so ein Pilotprojekt reingekommen. Da wurde was Neues ausprobiert und ich habe dann eine Hochdosis-Chemo bekommen. Das ging dann also über ein halbes Jahr. Ja, aber das hatten die Ärzte dir doch dann auch empfohlen, weil du gerade sagtest, du hättest das nicht gemacht, was die Ärzte gesagt haben. Richtig, also empfohlen, so dahingehend, irgendwie bliebe gar keine andere Wahl. Entweder mache ich das oder ich mache es nicht und dann könnte ich zu Hause bleiben und dann wäre ja die sogenannte palliative Medizin gekommen. Mhm. Aber das wäre ja nur noch dann bis zur Bahre. So, du hast es dann gemacht? Ja, und dann aber mit dem Ziel, mir anschließend den Magen und die Speiseröhre rauszunehmen. Und das war deine Entscheidung oder ein Rat der Ärzte? Das war, die Ärzte wollten mich operieren. Wollten nicht operieren? Die wollten mich dann operieren. Ach so, die wollten nicht operieren. Mhm. Ne, die haben es geschafft, den Krebs zurückzudrängen, mhm, bis auf ein bestimmtes Mindestmaß und sagen, mhm, so, jetzt können wir doch operieren, mhm, also entgegen unseren ersten Erwartungen, ja, hat die Chemo gut geklappt. Ja. Und ich habe aber mit in der gesamten Zeit, wo ich die Chemo bekommen habe, ja viele Krebskranke kennengelernt, mhm, und habe da also festgestellt, dass wir fast 90% davon, die irgendwann Rezidiv hatten, vorher operiert gewesen und wie gesagt, hat bei denen überhaupt nicht hingehauen. Und das hat mich an und für sich dazu veranlasst, zu sagen, dann mache ich das anders. Ja, was hast du anders gemacht? Ich habe mich gar nicht operieren lassen. Ach, du hast dich nicht operieren lassen? Ach so, jetzt verstehe ich. Also du hast diese heftige Chemotherapie gemacht. Ja, richtig. Und keine Operation? Keine Operation, keine Bestrahlung, nichts. Und wie ist dein Gesundheitszustand jetzt? Ich bin also in einer Bombenverfassung. Also der Krebs ist wirklich dann reduziert oder beseitigt worden? Nein, das ist so, der Krebs ist durch die Chemo zurückgedrängt worden und damit der nicht wieder auftritt, hat man gesagt, wollte man den Magen und die Speiseröhre rausnehmen. Mhm. Und das ist eine Operation, die dauert 16 Stunden. Ich verstehe. Das ist also ein unwahrscheinlicher Aufwand, der da betrieben wird. Aber wie ist jetzt das Level deiner Erkrankung? Ist der Krebs noch da? Es ist so, er ist also durch irgendwelche Untersuchungen, ist er also nicht festzustellen. Aber das ist ja eine Sensation. Das ist im Grunde genommen ist das ein kleines Wunder. Das ist ja wirklich eine Sensation. Wenn du so schwer krebserkrankt warst, richtig, und du hast, ich sag mal, nur mit dicken Anführungszeichen diese schwere Chemotherapie machen lassen. Richtig. Danach wollten die dich operieren, du hast gesagt nein. So, jetzt kommen wir zu dem anderen Teil, was du am Anfang gesagt hast. Glaubst du, dass dieses sich zurückziehen in die skandinavischen Wälder, wie du sagst, dass das auch so ein Energiespenden für dich bedeutet, dass dein Körper dadurch auch immer richtig auflebt? Also es ist so, der Krebs, das behaupte ich mal aus eigener Erfahrung, wird zu 50% im Kopf geheilt. Mhm. Die psychische Einstellung des Menschen ist also das A und O dabei. Ich habe also gesehen, die Leute bei uns,
bin ich zur Chemo gekommen, die kamen da schon rein, als wenn die, naja, ich sag mal, schon da sagen, ich bringe eh in eine Kiste. Also ist dieses... Ich bin da reingekommen und habe gesagt, nun schließt mir mal meine Buddel an, mein Grauburgunder, geht mir mal für 2-3 Stunden und dann gehe ich wieder nach Hause. Also ist dieser Aufenthalt in Skandinavien, ist für dich ein Lebenselixier? Richtig, es ist so, ich früher da mein Hobby, ich habe früher die Fotografie betrieben und viele Experten haben zu mir gesagt, die meine Bilder gesehen haben, also du musst mal sehen, jetzt hast du die Zeit, die Muße, die Gelegenheit und es stehen auch schon einige Verlage Schlange, die von mir dann Bücher drucken. Na super, du sagtest gerade mehrere Monate dann dort oben. Doch, 6-7 Monate, manchmal 9 Monate. So lange. Heißt den ganzen Sommer über Frühling und Herbst oder so? Richtig, das kommt drauf an. Aber jetzt im Moment sprichst du von Deutschland aus mit mir. Ich bin jetzt hier oben in Flensburg und ich plane jetzt schon in den nächsten 4 oder 6 Wochen fahre ich dann wieder los. Meine Frau bleibt hier zu Hause und ich habe an und für sich nur noch hier, damit ich also hier obligatorisch in Deutschland gemeldet bin. Nicht? Du bist also verheiratet und deine Frau nimmt das dann so hin, dass du so viele Monate weg bist? Ja, ich bin 35 Jahre verheiratet mit meiner Frau und die sagt, Mensch, wenn du das jetzt schon so die Kurve gekriegt hast bei der Erkrankung, jetzt musst du aber mal sehen, das musst du jetzt genießen. Besucht sie dich ja manchmal da oben? Nein. Nein, das nicht. Du bist wirklich dann ein Einsiedler? Ich bin Einsiedler, ich lebe also ziemlich, also zu 90% autark. Lebst du in einem Blockhaus? Nee, ich habe ein Wohnmobil. Ach, du hast ein Wohnmobil und fährst dann ganz tief in die Wildnis rein? Ich bin also quasi oben bis zur russischen Grenze, bis nach Murmansk da oben schon gewesen. Also das heißt, in Lappland kennst du dich auch aus? Ja. Ja. Mhm. Bist du manchmal dann auch in den Ortschaften oder eigentlich nur zum Einkaufen und dann gehst du wieder in den Wald? Nee, ich nehme also einen ganz bestimmten Bestand. Nun muss ich sagen, ich bin ja von Hause aus, bin ich Kfz-Mechaniker, Meister gemacht. Sehr praktisch, wenn man so weit draußen ist mit dem Auto. Und das kommt mir also heute, ich kann alles selber bauen und selber reparieren und so weiter. Ich nehme also Mehl mit, Zucker mit, sodass ich also unterwegs selber backen kann. Also bist du dann ganz lange auch ganz alleine in deinem Wohnmobil? Richtig. Was machst du dann den ganzen Tag über dort? Ja, zum Beispiel beim letzten Turn, den ich da war, habe ich ca. 90.000 Bilder geschossen. Ach, das ist gut, das Fotografieren. Gut, das ist ein Zeitvertreib. Wanderst du auch? Bitte? Wanderst du auch? Ja, nee, wandern nicht so. Ich gehe dann jagen, nicht? Angeln und jagen, dass ich auch was zu beißen habe. Du jagst das und das isst du dann auch gleich? Das esse ich dann auch, ja, richtig. Ne? Schweden sind die ja ganz großzügig, da gibt es ja das sogenannte Allemannsrecht. Ja. Es kann ja jeder da sich so in der Natur versorgen, wie das möchte. Nun ist das aber auch eine sehr teure Angelegenheit. Ich weiß es selbst, die skandinavischen Länder sind sehr teuer. Auch wenn du dich ja eigen versorgst. Ja gut, ich kriege Rente, ich habe vorher gut gearbeitet. Und dann kommst du über die Runden so. Ich komm so mit über die Runden. Ne? Telefonierst du in dieser Zeit mal mit deiner Frau? Ja, telefonieren tun wir schon. Das schon. So ist das nicht. Ne? Freust du dich dann, wenn du zurück nach Flensburg nach Hause kommst? Ich würde mal so sagen, es ist immer so gewisses Erfolgserlebnis, wenn ich genügend Bilder mitbringe. Also das ist ja ungefähr so, wenn man einen hohen Anspruch an sich stellt, bei 60, wenn jemand hört, 60.000 Bilder, da bleiben vielleicht nachher 60 von über. Ja. Also wirklich, ich sag mal, die Qualität haben, dass die weiterverwertet werden können. Nimmst du auch zu lesen mit dort hoch? Ich lese nicht so, nicht? Also ich gehe sehr viel jagen und angeln. Ja. Hast du wahrscheinlich einen sehr gesunden Rhythmus, gehst früh schlafen, schläfst viel, bist immer in der Natur, immer in der frischen Luft? Also ich bin da nur angepasst, überhaupt nicht nach der Zeit, sondern nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wobei im Sommer die Sonne ja gar nicht untergeht da. Richtig, ja gut, okay, das ist ein anderes Thema, nicht? Aber man hat ja so seinen gewissen Rhythmus. Natürlich, ja. Ne? Was würdest du sagen? Was ist das Allerwichtigste, das Allerbedeutendste für dich, was du aus diesen vielen Monaten, die du in Skandinavien verbringst, herausziehst für dich? Also Leute, die mich kennen von vorher, vor dieser Zeit, die sagen, ich habe mich dahin also um 180 Grad gedreht, dass ich in mir selber ruhe. Ich war vorher ein absoluter Hektiker, leistungsbezogen. Und du empfindest das selbst auch so? Ich empfinde das selber auch so. Ja, super. Also mich kann im Grunde genommen nichts außer Ruhe bringen. Und also haben die skandinavischen Wälder haben dich Gelassenheit gelehrt? Richtig. Es ist so, ich war zum Beispiel mal vor 2 Jahren, war ich da eingeschneit. Ich konnte auch gar nicht weg, wenn ich wollte. Und es ist so, da musste ich da oben ein Vierteljahr verbringen im tiefsten Schnee, muss mich also selber versorgen.
Und dann hat man also Zeit auch zum Nachdenken, ja. Was man also eventuell noch, aber ich muss sagen, so nie, im Nachhinein... Nie Angst gehabt? Nee, also ich war schon einmal fast tot, will ich sagen, und das hat mir also nicht, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, ja. Es stand bei mir bei der Krebserkrankung einmal ganz schlecht, dass die Ärzte gesagt hatten, also wenn er diese Nacht überlebt, dann kommt er über den Berg so ungefähr. Mhm. Also ich habe schon so eine Randerfahrung gemacht. Mhm. Und dich kann nichts mehr umhauen. Nee, und das ist auch seit, ich habe früher sehr viel auch mit Ängsten zu tun gehabt, was der Kollege vorher erzählt hatte. Die hast du besiegt durch diese Aktion. Nicht? Und es ist seit der Krebserkrankung, kenne ich so eine Gefühle überhaupt nicht. Verstehe. Sag mal, hast du früher auch schon so einen Spaß an Skandinavien gehabt? Und hast da angeknüpft oder wie kamst du darauf überhaupt? Nee, es ist so, ich habe früher auch schon mal geangelt. Nicht? Und jeder Angler, der sagt ja, oh, irgendwann mal nach Skandinavien Lachse angeln. Ja, genau, ja. Nicht? Ja. Aber das ist jetzt so rumgekommen ist und in der die ganze Dauer, die ich dann habe, die ich da oben sein kann. Und vor allen Dingen, ich bin also körperlich wirklich richtig gut drauf mit 58. Ja. Also überhaupt kein Übergewicht oder so. Das finde ich auch eine ganz, ganz irre Sache, was du da erzählt hast. Und ist ein schönes Beispiel dafür, wie du auch gerade formuliert hast, welche Macht die Seele hat bei einer Erkrankung. Du hast da etwas für dich gefunden, wo du so von zehren kannst. Und das ist wie ein Gesundbrunnen offensichtlich für dich. Ja, ich habe gerade heute Abend zum Beispiel, was ich also gelernt habe bei dieser Krebssache, autogenes Training. Ich habe gerade heute Abend durch Selbstsuggestion habe ich meiner Frau mal wieder demonstriert, was autogenes Training also ausmachen kann, wenn man das wirklich beherrscht. Ja. Weil meine Frau, die wundert sich immer, ich kann innerhalb von 2-3 Sekunden einschlafen. Lieber Reinhard, ich danke dir sehr für deinen Anruf und für die interessanten Schilderungen. Ich wünsche dir natürlich, dass du fit und gesund bleibst und noch sehr, sehr viele schöne Aufenthalte in Skandinavien haben wirst. Ja, ebenfalls. Dankeschön. Schöne Grüße an alle. Ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Melanie. Melanie ist 42. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Melanie. Guten Morgen, hier ist die Melanie. Ja, auch zu unserem Thema Einsiedler und Eigenbrödler. Ja, also ich selber bin aber keine Einsiedlerin und keine Eigenbrödlerin, aber ich versorge einen Einsiedler. Aha, erzähl. Also ich versorge meinen Zwillingsbruder Thorsten, der ein ganz krasser Einsiedler ist. Wie und wo lebt er? Er lebt ganz alleine bis vor 2,5 Jahren, also bis zum 20. Oktober 2004 hat er zusammen mit unserer Mutter gelebt und die ist dann gestorben. Mhm. Und seitdem hat er auch nicht mehr die Wohnung verlassen. Mhm. Also das letzte Mal am 27. Oktober 2004, als unsere Mutter beerdigt wurde und seitdem nicht mehr. Es hört sich eher an, als wäre das ein sehr trauriger Fall. Würdest du sagen, dass er seelisch erkrankt ist? Ja, das kann man schon sagen. Dass er Depressionen hat? Und ich würde sagen, es bahnt sich auch langsam eine Katastrophe an. Nämlich am 1. Mai dieses Jahres wird die Wohnung, in der er wohnt, saniert. Und das bedeutet, dass er die Wohnung verlassen muss. Und das ist für ihn eine schlimme Vorstellung? Ja, er weiß es noch. Ach, er weiß es noch gar nicht. Er weiß es. Ich verstecke einen Brief vor ihm. Also die Wohnung wird komplett saniert, also Fußboden raus. Das heißt also, er kann dann zwar in eine andere Wohnung, aber die Wohnung ist quasi unser Elternhaus. Wir sind da beide mit unseren Eltern aufgewachsen. Ne? Und konntest du das nicht verhindern, dass diese Wohnung saniert wird? Nein. Das nicht. Warum? Ich meine, es steht in dem Brief, also es ist laut BGB muss das also geduldet werden. Mhm. Ich meine, die ganzen Häuser, das ganze Haus wird saniert. Das ist ein Mietshaus. Also in den anderen Häusern sind also die Leute schon ausgezogen. Verstehe. Sag mal, warum? Er hat auch Luxus saniert, ob er dann überhaupt noch. Er kann dann zwar in eine freie Wohnung, aber ich meine, im Umzug, also ich denke mal, das kann man ihm eigentlich gar nicht zulassen. Warum geht er nicht aus der Wohnung raus? Warum verlässt er die Wohnung nicht seit 2004? Er ekelt sich vor fremden Menschen. Und das Er ekelt sich. Und das war vorher, als die Mutter noch gelebt hat, war das anders? Ja, sagen wir mal so, als meine Mutter noch gelebt hat, ist er rausgegangen und er musste einkaufen, so diese Besorgungen, Erledigungen, das hat er gemacht. Achso, aber auch schon nicht mehr gerne.
Ja, nee, ja, aber meine Mutter war halt auch sehr, sehr dominant und mhm. also quasi auf meine Mutter hat er gehört. Mhm. Ne? Und die erste Katastrophe war, als eben meine Mutter gestorben ist. Ich habe sie tot im Bett gefunden, was er gar nicht gemerkt hat. Er hat gesagt, die Mama schläft, aber ich habe gesagt, na, aber ich habe gemerkt, die ist ja ganz kalt. Ne? Und mhm. ich meine, das war für mich ein großer Schock. Ich habe noch nie in meinem Leben einen toten Menschen gesehen und dann noch die eigene Mutter. Ne? Melanie, hat er denn früher, er ist ja so offensichtlich, er ist ja natürlich genauso alt wie du, weil er dein Zwillingsbruder ist, ja, 42 Jahre, hat er denn früher mal einen Beruf gehabt und relativ normal? Ja, er hat sogar studiert, er ist Diplom-Braumeister, war auch verheiratet, also ganz normal. Und dann also mit 30, nee, wann war das ein? Also als meine Mutter, das war 95, da ist meine Mutter an Alzheimer erkrankt und er ist dann zu meiner Mutter zurück in die Wohnung gezogen. Ah, ja. Und meine Mutter war also auch ein psychisch kranker Mensch. Meine Mutter war heimatvertrieben, hat also im Krieg viel mitgemacht. Das heißt, die Mutter mit ihrer Erkrankung hat ihn dann vielleicht auch noch mit runtergezogen. Ja, das kann man so sagen. Kann man schon sagen. Du hast es gerade so erklärt, dass... Das hat, weil meine Mutter immer gesagt hat, lass keinen rein. Und also meine Mutter hatte immer, ja, ihn also quasi, ne, lass bloß keinen rein. Also man kann bestohlen, denn also wie alte Menschen ja so sind. Jetzt hast du gerade gesagt, er ekelt sich vor Menschen. Warum ekelt er sich vor Menschen? Er ekelt sich vor Menschen. Erstmal, er hat Angst. Ne? Das ist so, erinnert ja so ein bisschen so an Michael Jackson. Ne? Also der ja auch so da mit Mundschutz. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Aber achso, er hat Angst, sich irgendwie anzustecken mit irgendwas. Und ja, also dass ein fremder Mensch in die Wohnung kommt und ihm quasi da irgendwie, ja, da irgendwas oder ihm was Böses will. Also irgendwie das, also als Bedrohung. Aber dich akzeptiert er. Ja gut, ich bin ja seine Schwester. Du bist die Schwester. Also und du versorgst? Ich bin ja eine Blutsverwandte. Ja. Also ich bin ja wirklich, ne, wir sind ja Zwillinge. Ja. Also kannst du dich denn ganz normal mit ihm unterhalten, wenn du ihn besuchst? Ja, in der Wohnung. Ich meine, ich versorge ihn ja, ich kaufe ein. Also wenn man in der Wohnung ist, ist er auch ganz normal. Also zu mir ist er ganz normal. Ist ihm denn... Quasi, wenn ich mit ihm, entschuldige, dass ich hier unterbreche, wenn ich mit ihm in der Wohnung zusammen bin, bin ich quasi dann eigentlich auch eine Einsiedlerin. Ja, oder eine Zweisiedlerin. Ist ihm denn, oder redest du sogar mit ihm über seine doch sehr eigentlich pathologisch kranke Lage, in der er sich befindet? Redet ihr darüber? Ist ihm das bewusst? Ja, ich denke mal, es ist ihm nicht so richtig bewusst. Also die Wohnung, er lebt ja so in seiner eigenen Welt. Also er lebt eigentlich so, kann man sagen, hast du, wenn du mit ihm, in der Kindheit. Also er guckt eigentlich den ganzen Tag, also er ist ja 42, er guckt den ganzen Tag Kindersendungen im Kinderkanal. Halt diese Sendungen, die wir früher als Kinder gesehen haben. Ja. Wie Maya, Vicky. Aber das klingt ja schon so nach einer sehr starken seelischen Erkrankung, einer sehr gravierenden Erkrankung. Da kannst du mit ihm aber nicht drüber sprechen. Ja, nicht wirklich, nicht wirklich. Also ich gehe mal davon aus, dass er dann auch noch nie in einer psychiatrischen Behandlung war. Als Kind. Aber noch nicht jetzt in den letzten Jahren. Weißt du, es erinnert mich daran, also der Mann meiner Oma, also mein Opa, den ich nicht kannte, der, das ist mir immer erzählt worden, der war auch so. Und das ist dann so eskaliert, dass er dann schließlich meine Oma sogar angegriffen hat und schwer verletzt. Das erinnert mich dann. Ich meine, ich habe jetzt diese ganzen anderen Sachen gehört. Mhm. Aber spürst du denn nicht die Verantwortung? Du bist ja der gesunde Teil des Zwillingpaares, dass du ihn in irgendeiner Weise vielleicht führen musst zu einem Arzt oder zu einer Klinik, in eine Klinik, um ihm Hilfe zukommen zu lassen? Ja, ich möchte ihm ja auch helfen, nur es ist halt ein bisschen... Du weißt nicht wie. Ja. Genau, das weiß ich nicht. Und wie gesagt, man muss da halt auch sehr vorsichtig. Natürlich. Aber eskalieren wird es natürlich. Nein, ich möchte natürlich sein Vertrauen nicht verlieren. Verstehe. Ich habe natürlich immer Angst, dass ich irgendwie. Eigentlich müsstest du, Melanie, du müsstest dir einen guten Psychiater suchen. Ja. Und mit dem müsstest du erstmal alleine reden und den ganzen Fall schildern. Um dann mit diesem fachlich sehr kompetenten Menschen zu beraten, was zu tun ist. Zum Beispiel auch jetzt, wenn die Wohnung renoviert wird, um eine Katastrophe zu vermeiden. Ja.
Das wäre... Ja, weil ich habe ja diese erste Katastrophe schon erlebt. Das war ja, da musste ich dann, also als meine Mutter gestorben ist, ich konnte nicht einfach dann Notarzt rufen. Ich bin dann in meiner Not zu einem Pfarrer gegangen, habe ihm das geschildert, der ihn auch kannte, noch er hat ihn konfirmiert und bin mit ihm zurück dann in die Wohnung und ihn quasi darauf vorbereitet, dass auf einmal ganz viele Menschen kommen werden. Ja, ja, ich meine, ja. Dann kam der Notarzt, dann kam der Bestatter. Ja. Ja, und da war auf einmal die Wohnung voller Menschen und ich war während der Zeit mit ihm auf der Toilette und er hat sich übergeben ohne Ende. Ja, wie schlimm. Von was? Ist er Rentner, Frührentner oder wie finanziert er sich? Nein, er bekommt Hartz IV und das einzig große Glück ist, dass er da nicht hin muss. Das wird alles schriftlich gemacht. Er musste also auf die Arge, muss er nicht persönlich. Ja, gerade haben wir gehört, man müsste da persönlich hinkommen. Nein, er muss. Er muss das nicht. Es gibt immer irgendwelche Ausnahmen. Also, und weil er kann ja nicht arbeiten. Also es ist quasi, also ich kann ihn da quasi vertreten. Ich kann da alles hinbringen. Ach so, du bist seine Vertretung quasi. Ja, das geht. So, Melanie, wir beide sind uns einig, dass irgendetwas geschehen muss, weil die Zeit drängt wegen des 1. Mai. Ja, da sind wir uns einig. Ja gut, also es wird nicht gleich am 1. Mai, das wird halt, aber das ist quasi, kann man sagen, so der Stich. Okay, genau, aber das liegt irgendwie, liegt es vor der Tür, das Problem. Ja. Ich finde, du musst es in etwa so einen Weg beschreiten, den ich gerade vorgeschlagen habe. Ja. Aber ich möchte, dass du wegen dieser Geschichte auch noch mit meiner Psychologin jetzt ein paar Worte redest. Da kannst du auch noch ein paar Ratschläge und Tipps bekommen. Wie gesagt, denn alleine ist man da wirklich hilflos. Ja, du bist da völlig überfordert. Ich habe das Gefühl, das steckt auch an. Also wenn man mit so einem Menschen zusammen ist, ne, das ist so, die ersten Sachen, ne, der erste Anrufer, kann man sagen, das war ja so eine bewusste Entscheidung. Bewusste, das ist bei deinem Bruder natürlich was ganz anderes. Das ist ein Krankheitsfall. Ja, wie gesagt, ich habe ja so diese ganzen, also am nächsten kommt es ja mit dem Kurt, ne, wobei ich das von dem sehr toll fand. Der konnte ja richtig noch mit dir darüber reden. Das geht bei deinem Bruder offensichtlich nicht mehr. So, Melanie, es muss was passieren und ich finde, du kannst ihm durchaus dabei helfen. Wie du das machen könntest, werden wir dich jetzt nochmal anrufen. Ich bitte dich aufzulegen und du bekommst einen Anruf von meiner Psychologin. Alles Gute wünsche ich dir und deinem Bruder natürlich. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Alexander ist hier. Alexander ist 22, der Jüngste heute bisher. Hallo Alexander. Ja, hallo Domian. Hallo. Ja. Ich bin ein Siedler, deswegen hatte ich angerufen und es geht darum, also das fing schon so im Jugendalter an, so mit 10, 11 Jahren. Ich hatte immer weniger Freunde, also dann waren es nur noch so 1, 2 Leute. Und das hat mit der Zeit dann abgenommen, bis es dann vor 5 Jahren komplett, dass ich das abgebrochen habe. Weil es ging mir einfach auf die Nerven. Auch jetzt, heute noch, wenn ich irgendwie länger mit Leuten zu tun habe, die gehen mir dann einfach so tierisch auf die Nerven, dass ich das nicht länger aushalten kann. Und dann sage ich, ja gut, dann mit einer Zeit dann, komm, das war's jetzt auch erstmal. Ja, wie lebst du denn? Ja, also ich wohne noch mit meiner Mutter zusammen in unserem eigenen Haus. Ja. Ja, und hast du so deinen eigenen Bereich, deine eigene Etage oder so? Genau, richtig, ja. Ich habe fast meine eigene Etage, kann man sagen. Ja, das sind ein paar Räume. Ja. Ja, und da spielt sich dann eigentlich alles ab. Hier bin ich die ganze Zeit. Arbeitest du nicht? Du arbeitest nicht? Ich mache gerade meinen Zivildienst. Zivildienst, achso, aber das geht, das kriegst du auf die Reihe. Das kriege ich auf die Reihe, ja, das ist ein Bereich, wo ich dann viele, also größtenteils alleine bin. Was ist das für ein Job als Zivildienstleistender? Ich bin da im Umweltschutz und mache da öffentliche Biotope sauber. Ja, da bist du ja ganz für dich. Eben, genau. So, und dann kommst du abends nach Hause und gehst auf deine Etage und dann? Ja, und dann setze ich mich größtenteils am Computer und mache dann entweder selber Musik oder ich höre Musik. Oder ich habe auch eine Filmsammlung, dann gucke ich mir einen Film an, also entspanne dann auch völlig und will dann auch absolute Ruhe haben. Ja. Es gibt keine Freunde? Keine Freunde. Es gibt keine Freundinnen? Keine Freundin. Es gibt keine Leute, wo man sich mal so mit trifft und mal samstags ausgeht, was essen, Disco oder so? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also, ich war auch noch nie in der Disco oder war auch noch nie irgendwie auf einer Party mit Freunden weg. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Nee, hatte ich auch nicht. Hast du danach ein Bedürfnis, eine Sehnsucht? Nee, gar nicht. Das ist es ja auch. Hast du Sehnsucht nach einer sexuellen Erfahrung? Das ist was anderes. Also da schon, aber ich sag mal an so eine Bindung. Das nicht. Also das gar nicht. Also im Gegenteil, Sex schon mal, aber auf keinen Fall eine Bindung. Auf keinen Fall eine Bindung, nee. Hattest du schon mal Sex? Nein, hatte ich auch nicht. Ach, nicht. Und es gibt nie das Gefühl der Einsamkeit?
Nee, gar nicht. Wenn ich alleine bin, da gehe ich erst richtig auf. Also da fühle ich mich dann erst richtig wohl. Kommt da sofort einer dazwischen und labert mich voll, dann drehe ich sofort mit den Augen und drehe am Rad. Redest du denn du wohnst ja mit deiner Mutter im Haus, redest du mit deiner Mutter viel? Ja, die ist größtenteils arbeiten den Tag, aber wenn die dann abends nach Hause kommt, ja, dann eben Hallo und dann essen wir auch eben zusammen und dann versuche ich dann schnell eben halt dann auch wieder in meinen Bereich zu kommen. Und was sagt die denn? Die kriegt ja dein Leben mit, dass das ja ungewöhnlich ist für einen jungen Kerl. Die sagt auch, dass das ungewöhnlich ist. Sie schüttelt auch noch den Kopf und sagt auch immer, ja, der redet auch schon gar nicht mit mir und geht dann immer schön in sein Zimmer und bleibt dann da auch. Nie Langeweile? Nie Langeweile, ne. Im Gegenteil. Nie traurig? Nie traurig, nee. Ich habe immer viel zu tun und bin auch immer sehr abgelenkt von allen so möglichen Sachen. Was ist deine Sehnsucht? Gibt es eine Sehnsucht? Ja, Musik. Das ist die einzige Sehnsucht. Also wenn ich die nicht hätte, dann wäre ich aufgeschmissen. Ja, also Sehnsucht sogar in dem Sinn, dass du gerne selbst auf der Bühne stehen würdest und Musik machen würdest? Nee, gar nicht. Das auch nicht. In der Öffentlichkeit. Nee, also nur für dich so. Also ich schreibe selbst Musik zu Hause. Ich habe da an meinem Computer Programme, Synthesizer und sowas. Aber ist alles für dich? Alles nur für mich, ja. Also die Zeit des Zivildienstes ist natürlich eine begrenzte Zeit. Ja. Was dann? Was wird dann passieren? Ja, ich habe danach Praktikum bei uns in der Nähe in so einem Tonstudio und dann in der Regie, da mache ich dann ein Praktikum. Aber da hast du es mit Leuten zu tun. Ja, ich weiß. Du musst dich mit Menschen beschäftigen. Ja, das ist auch die Sache. Ich habe schon eine Ausbildung hinter mir und als was? Als Augenoptiker. Und auch viel Publikumkontakt. Ja, fast nur. Und da war ich dann immer froh, wenn ich dann ganz schnell nach Hause kam. Ne? Ja. Also das hat mich dann tierisch genervt, die Kunden. Ich sag ja, diese auch dann in der Berufsschule, dann in den Pausen, dann kamen die Leute dann zu mir, komm noch mal zu uns, red doch mal mit uns. Und dann sag ich, hey, komm, lass mal und so, bin also, mal weggegangen. Im Volksmund würde man vielleicht sagen zu dir, du bist ein komischer Kauz. Ja, genau. Ne? Sagt man auch. Ja, aber dieses Gelaber von den Leuten, wenn ich mir das dann anhören muss, was sie da erzählen und das geht mir dann so auf den Keks. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, lass mich. Wie soll das weitergehen? Ja, ich weiß nicht, also ich habe da so keine Probleme mit. Ich sag mal, wenn ich nicht auf, ich bin ja eigentlich so nicht angewiesen auf andere Leute. Ich sag mal, wenn es so zweckmäßig ist, habe ich keine Probleme. Also ich sag mal, mit dem Arzt kann ich ganz offen reden oder... was weiß ich, mit irgendwelchen anderen fremden Leuten, ich sag mal, wenn es zwecksmäßig ist, habe ich da kein Problem, mit den Leuten zu reden. Ja. Nur wenn ich mit denen eine längere Zeit verbringen muss oder Ähnliches, dann, das wird dann nichts. Aber wie kommt denn das, wir haben gerade über Sex gesprochen, du sagst, du hättest schon mal Bock, irgendwie Sex zu haben. Ich meine, das könntest du dir doch irgendwie arrangieren, da müsstest du dich dann irgendwie verabreden durchs Internet mit jemandem. Warum ist das nicht? Das ist nicht meine Sache. Also, also im Internet, das ist mir zu unseriös einfach, also da muss man die Person schon kennen. Gut, aber du wirst ja nicht alt und grau werden, ohne jemals Sex gehabt zu haben, oder? Ja, das hoffe ich mal nicht, ne? aber ich sag mal, einen guten One-Night-Stand wäre schon drin, aber dann müsste ich mich dazu überwinden, mal in eine Disco zu gehen, was Ähnliches, irgendwo, wo man Menschen trifft. Ja, vielleicht ergibt sich ja was, wenn du ein Praktikum da im Studio machst, vielleicht ist ja eine hübsche Blonde, die dir gefällt. Ja, interessant ist jetzt für mich erstmal, dass du in keiner Weise darunter leidest. Ja. Du hast es für dich so, du fühlst dich am wohlsten, wenn du alleine bist. Ja, also es ist jetzt auch noch fast zu viel, wenn ich mit Familienmitgliedern irgendwie, also wenn mal irgendwas ansteht, weiß ich nicht, Ostern oder für Weihnachten zum Beispiel, dann eine Familie kommt dann zusammen und dann essen und so. Also es geht mir dann so tierisch auf Keks schon, da bin ich dann froh, wenn alle weg sind. Wenn du ein Tier wärst, wärst du ein richtiger Einzelgänger, der sich so allein durch das Gebüsch und durch die Wälder schlägt. Und ja, so ungefähr. Aha. Also die ideale Lebensform wäre für dich wirklich irgendwann vielleicht mit Musik Kohle zu verdienen, aber ganz zurückgezogen irgendwo in deiner Wohnung zu sein und deine Sachen zu machen. Irgendwo, wo ich alleine dann sitzen kann. Keine Sehnsucht, Familie, Kinder oder sowas? Gar nichts, überhaupt nicht. Also allein bei dem Gedanken schon schüttelt mich. Liegt das in der Familie? Mein Bruder ist ähnlich, aber der ist nicht ganz so stark darauf fixiert. Aber wie alt ist dein Bruder? Der ist 26. 26. Hast du mit dem denn ab und zu Kontakt? Ja, mit dem am Wochenende öfters. Das geht dann? Ja, das geht. Weil der auch ziemlich so gepolt ist wie ich. Also mit dem kann ich mich da auch gut unterhalten. Ja. Redet ihr auch über diese ungewöhnliche Lebensform, die du praktizierst? Och, nö, gar nicht. Nö. Wir reden dann über dies und das, über die Dinge, die uns interessieren, die wir uns dann täglich machen. Ja. Alexander, dann soll es so sein, wie es bei dir ist. Ja. Wünsche ich dir, dass du deinen Traumjob da kriegst, als Musikmacher in irgendeiner Form. Ja. Und dass du mal endlich ein Mädel kriegst, wenn es auch nur für eine Nacht ist. Ja, mal gucken.
Wird sich schon irgendwie ergeben. Ja. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Auch, ne? Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute von uns. Das war unsere Sendung Einsiedler und Eigenbrödler. In der Technik war Gute und Hausen. Wir sind morgen natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival.